Hola, buenos días, amigos. Okay, nein, hallo, Friends, und willkommen zu einem neuen Video. Es gibt ein Voice-Over, weil ich nicht weiß, wie ich meine Videos aktuell gestalten soll. Und ich habe ein bisschen mitgefilmt immerhin, proud of me. Aber eher so weniger im Vlog-Stil, sondern mehr so im Experience-Stil. Ist das ein Stil? Ich glaube nicht, aber tun wir mal so, als ob. Deswegen, hi. Gönnt euch auf jeden Fall diese Animation. Wow. Ich bin nach Alicante geflogen, wie ihr gewiss... Habe ich da ja eine Zeit lang gelebt dieses Jahr. Und ich habe da so meinen Laser Hair Removal gebucht. Das ist halt einfach viel günstiger. Und ich dachte mir so, okay, vielleicht will ich hier sowieso länger leben. Und wenn nicht, dann ist es hier trotzdem nice. Und ich fliege ab und zu halt mal rüber. Und genau, das habe ich jetzt gemacht. Und es war irgendwie so richtig cool, mal wieder da zu sein. Weil ich war halt dieses Jahr voll lange da. Und dann waren das so voll Memories. Und na, ich auf jeden Fall im Gym. Ich war in meinem Favorite so Fitnessstore und war in meinen Favorite Restaurants und I don't know, das war irgendwie alles ganz, ganz süß. Ich hatte auch echt Glück mit dem Wetter, also es war noch so 20 Grad, Sonne und es war ein bisschen windig, aber ich meine, ich glaube, als ich in Deutschland losgeflogen bin, waren es so 0 Grad, also wollte ich mich nicht beschweren. Ich muss auch sagen, dieses Laser Hair Removal, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, aber ganz am Anfang tat es so unnormal weh und mein ganzer Körper hat danach gezittert und ich wollte einfach nur heulen. Not wanna be dramatic, aber diesmal war besser. Also ich glaube, es wird von Step zu Step besser oder ich hatte einfach Glück oder ich habe mich einfach nicht so angestellt diesmal. I don't know. Alle Wege führen nach Rom. Ja, auf jeden Fall, ich war noch bei Starbucks, war richtig süß. Ich war früher daily bei Starbucks und die Baristerin kannte noch meinen Namen. Habe mich richtig appreciated gefühlt. Auf jeden Fall kam die Barista dann noch so zu mir und hat mit mir geredet. Mich dann gefragt, ob ich so mit ihr und ihren Kollegen noch so ein Coffee-Tasting machen will. Da habe ich so einen neuen Starbucks-Kaffee probiert, der irgendwie so noch so eine Lime-Note hat oder so. War auf jeden Fall wild, war auf jeden Fall nice. Danke für die Experience. Ich glaube, ich habe noch nie nach ihrem Namen gefragt, was mir jetzt im Nachhinein ein bisschen leid tut. Aber, hey, naja. Auf jeden Fall, ich war, glaube ich, 3 Tage in Alicante. Genau, und habe da einfach so meine Sachen gemacht, die ich immer mache. Wow, das klingt sehr präzise. Naja, aber es war auf jeden Fall auch schon Weihnachtsstimmung und es war auf jeden Fall alles ganz süß. Hier bin ich dann noch Trüffelpasta gegessen, essen gegangen. Was ich wild fand, da war irgendwie so ein Huevo, also so ein Ei mit drauf. Weiß nicht, ob das ein Ding ist. Scheint ist das ein Ding, Trüffelpasta mit Ei. Weiß ich nicht, also ich fand es jetzt auch nicht schlecht, aber muss man auch nicht machen. Naja, ich würde sagen, wir springen gleich mal ins Video für eine mehr oder weniger Live-Boom-Tour. Und ja, bis gleich, I guess. Enjoy. Hello, Friends. It's giving Boom-Tour, weil ich in 2 Stunden oder so auschecke. Schnelle Boom-Tour. Also, man kommt rein. Es gibt eine Tür. Wow. Das ist das Bad. Dusche ist ganz gut, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es da rausläuft, was auch schon passiert ist. Klo, ignorieren wir die Tatsache, dass ich erst seit einem Tag da bin und das so aussieht, aber ja, das ist das Bad. Föhn, sehr wichtig. Muy importante. Hier habe ich so ein paar Sachen aufgehangen. Gar nicht wirklich viel. Wir haben hier einen Spiegel. Ich glaube in Spanisch. Espejo? I don't know. Okay, und ja, das ist das Zimmer. Ja, ich bin auf jeden Fall gut, was Ordnung angeht. Das ist der Ausblick, süß, spanisch, dreckig, auch gut. Naja, genau, das ist das Zimmer. Für 2 Nächte hat es gereicht. Ich werde jetzt noch ein paar Fotos hier machen und ich denke TikToks drehen und dann geht's weiter. Woo. Okay, I'm back. Kurz vor Abflug war ich dann noch mal im Favorite Sushi Restaurant. Dem so einen japanischen Koch und das Sushi hier einfach richtig nice. Dann habe ich einfach noch die Sonne genossen. Die 20 Grad, die nimmt man mit. Dann ging es weiter. Ich hatte vor, noch so ein bisschen rumzureisen durch Europa. Wie das am Ende geendet ist, bleibt auf jeden Fall dran, um das herauszufinden. Sehr cool auf jeden Fall. Aber hier ging es erstmal weiter nach Lissabon. Ja, das seht ihr im nächsten Video. Tschüss, danke.